Einen schönen guten Tag. Ich freue mich, Sie alle nah und fern im Namen der Heinrich-Böll-Stiftung zum dritten Teil der dekolonialen Dialoge begrüßen zu können. So welcome to everybody. Bienvenue for the third encounter of our digital dialogues. Diese Veranstaltung ist digital und mehrsprachig. Das heißt, es gibt jeweils eine Übersetzung ins Deutsche, Französische und Englische. Und bitte nutzen Sie hierfür den Button am unteren anderen Rand Ihres Bildschirmes. For the non-German speakers, and we hope there are many, there's translation to German, English and French. Please press the little globe button on the bottom of your screen for interpretation. Seit 1998 regelt ein internationales Abkommen, wie man mit Raubkunst aus der Zeit des Nationalsozialismus umgehen soll. Über Raubkunst aus Kolonialzeit wurde selten gesprochen, obwohl afrikanische Staaten bereits in den 70er Jahren viele Objekte zurückforderten. Doch das ändert sich langsam. Erste Rückgaben sind zu verzeichnen. Viele Museen in Europa beschäftigen sich inzwischen selbstkritisch mit ihrem kolonialen Kern und suchen nach postkolonialer Identität. Mit unserer heutigen Veranstaltung Erzählungen der Objekte setzen wir bei diesen neuen Dynamiken an und betrachten die Potenziale, die mit der Rückgewinnung des kulturellen Erbes verbunden sind. Die Objekte stehen bei uns in Anführungszeichen, da das, was für die westlichen Augen oftmals Kunst oder auch Alltagsgegenstände sind, für die beraubten Gesellschaften selbst meist andere Bedeutung hat. Es ist essentiell, dass wir in dieser Debatte auch die Frage der Macht stellen. So forderte Chimamanda Ngozi Adichie bei der Eröffnung des Humboldt-Forums im vergangenen Jahr, ich zitiere, wer erzählt die Geschichte? Wer ist der Erzähler und von wem wird erzählt? Wer hat entschieden, dass afrikanische Kunst als ethnologisch klassifiziert wird? Wer hat das Recht, den anderen auszustellen? Mit unseren Gästen wollen wir diskutieren, wie aus den objektbezogenen Dialogen eine andere Beziehungsethik zwischen Afrika und Europa erwachsen kann. Eine Beziehung, die die Übertragung der Eigentumsrechte der Objekte an die Ursprungsgesellschaften nicht als Schlussstrich, sondern als Anfang einer neuen Kooperationskultur versteht. Wie ein solcher Anfang aussehen kann, dazu werden wir heute einige interessante Perspektiven und Stimmen hören. Neben Stimmen aus Deutschland, die sich seit Jahren mit der praktischen Dekolonialisierung von Museen befassen, freuen wir uns auch, renommierte Künstlerinnen aus dem Senegal und Kenia dabei zu haben. An dieser Stelle gehört unser großer Dank auch unserem Kuratorinnen-Team der dekolonialen Dialoge, Philemon Girmay und Thomas Fuß. Und insbesondere auch Marit Kupka, die sich seit Jahren mit genau diesen Fragen beschäftigt und auch heute hier sprechen wird. Auch freuen wir uns, dass Aisha Kamaria uns wie gewohnt durch die Veranstaltung führt. Hiermit übergebe ich und wünsche Ihnen viel Raum für neue Denkanstöße. Aisha, the floor is yours. Hello everyone. Welcome to Hallo alle zusammen, herzlich willkommen zur dritten Ausgabe der dekolonialen Dialoge und ich fühle mich sehr geehrt, dass ich heute diese Veranstaltung moderieren darf. Das ist die dritte Veranstaltung in unserer Veranstaltungsreihe und wie Maria bereits angesprochen hat, ist ein wichtiger Punkt im Umgang mit dem kolonialen Erbe und die vielen Objekte aus dem kolonialen Kontext, die in unseren, in europäischen Museen ausgestellt werden und in den Archiven sind. Was bedeutet das genau für uns heute? Wie kann eine andere Beziehung aus diesem objektbezogenen Dialog hervorgehen? Und wie kann man eine sogenannte neue Kultur der Zusammenarbeit entwickeln? Heute wollen wir einen Dialog darüber führen und die Kuratoren haben erneut Gäste eingeladen, die viele Perspektiven mitbringen und viel Expertise haben. Also zunächst einmal werden wir vier verschiedene Inputs hören und dann werden wir mit einer Diskussion fortfahren und Maria hat ja bereits erklärt, wie das funktioniert. Sie können Fragen stellen in dem Frage- und Antwort-Tool und können auch Kommentare im Chat abgeben. Lassen Sie mir also zunächst einmal
die erste teilnehmende Person vorstellen. Das ist Dr. Jan Legall. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut der TU Berlin. Er ist Teil eines Forschungsprojekts The Restitution of Knowledge. Und da geht es um die kolonialen Objekte, die in europäischen Museen sich befinden und die auf Expeditionen oder während Kriegen dorthin gelangt sind. Er ist auch ein Mitglied der Initiative Postcolonial Potsdam und er hat einen Audioguide über die Spuren des kolonialen Erbes in Potsdam mitentwickelt, einer Stadt, in der er auch Führungen durchführt. Und wir freuen uns, dass er heute bei uns ist. Sie haben das Wort, Dr. Jan Legall. Vielen Dank, Aisha. Ich wusste jetzt nicht, dass ich der erste Redner sein würde, aber gut. Ich werde jetzt meinen Bildschirm teilen und ich möchte der Heinrich-Böll-Stiftung danken und auch Marit Kucka und Aisha für die Organisation dieser großartigen Veranstaltung. Also ich hoffe, dass jeder jetzt die Präsentation sehen kann. Mein Vortrag heißt Nadeln der Macht im Heuhaufen der Gewalt, Museumsarchive und Sammlungen als Zeugnis antikolonialen Widerstandes, Fragezeichen. Aber bevor ich mit dem Vortrag beginne, möchte ich nur sagen, dass diese Reihe ja dekoloniale Dialoge heißt. Und ich möchte unterstreichen, dass meine Position als weißer, heterosexueller Mann natürlich auch eurozentrisch beeinflusst ist. Und natürlich kann ich letztendlich gar nichts entkolonisieren, außer vielleicht das kolonial-rassistische Denken, das in meinem Kopf geblieben ist. Also ich würde mich da nie als dekolonialen Wissenschaftler bezeichnen, obwohl mich dekoloniales Denken im Laufe der Jahre beeinflusst hat. Und als aktives Mitglied der Initiative Berlin und Potsdam Postkolonial engagiere ich mich seit langem für die Aufdeckung und Dekonstruktion kolonialer Spuren in der Stadt oder in Archiven. Und wir setzen uns für strukturelle Veränderungen in traditionell weißen Institutionen, wie zum Beispiel Museen, ein, aber nicht nur dort. Und unsere Arbeit der postkolonialen Kritik, Kritik oder der Critical Whiteness Studies. Und das ist mein heutiger Kurzvortrag steht in engem Zusammenhang mit dem aktuellen Forschungsprojekt, das wir an der TU Berlin durchführen und mit der Oxford University. Und ich möchte zeigen, wie die Ausgrabung von Museumsarchiven und Lagerräumen dazu beitragen kann, die Geschichte der kolonialen Gewalt besser zu verstehen. Und wir fragen auch, ob wir einen Einblick in den antikolonialen Widerstand bekommen. Diese Räume erhalten in der Tat auch Geschichten des Widerstands gegen koloniale Ausbeutung, also selbst wenn das eher marginale Geschichten sind. Zunächst einmal möchte ich sagen, dass ich auch natürlich über einen Kontext spreche, der von Gewalt handelt und rassistische Sprachgebung in Anführungsstrichen wurde ersetzt. Aber wenn Sie die ursprünglichen Zitate gerne haben möchten, dann können Sie mir immer eine E-Mail schreiben und dann kann ich Ihnen die schicken. Also ich arbeite an der TU zum Thema Strafexpeditionen und afrikanische Kunstwerke und Besitztümer, die während dieser Expeditionen geplündert, geraubt wurden. Und was in der Museumsforschung gänzlich fehlt, ist letztendlich ein Überblick über diese gewalttätigen Ereignisse. Und es ist eine Möglichkeit, hier diesen Überblick oder einen Überblick zu zeigen. Ein Überblick darüber, wie die Aneignung des kulturellen Erbes während und auch parallel zu gewaltsamen Unterwerfungs-, Vernichtungs- und Zwangskampagnen stattfand. Das heißt, wir haben uns wirklich Archive des deutschen Kolonialmilitärs angeschaut, zusammen mit meinen Kollegen Jean-Ange und Elias. Und wir haben eine Liste erstellt von mehr als 210 Kampagnen, die von den Kolonialherren als Strafmaßnahmen oder Strafaktionen bezeichnet wurden. Und das habe ich in Anführungsstrichen geschrieben, weil das aus den Archiven stammt. Und diese Übersicht der Expeditionen
berücksichtigt allerdings nicht die zwei Meilensteine des afrikanischen Widerstands im deutschen Kolonialkontext, nämlich die den Maji-Maji-Krieg und den Völkermord an den Ovaherero und Nama. Die zweite Art von Archiven, mit denen wir es zu tun haben, sind museale Archive, also ihre Sammlungen, aber auch die Ankaufsregister, ihre Datenbanken und Korrespondenz. Und bei der Durchsicht dieser Dokumente haben wir herausgefunden, dass zwischen 1884 und 1915 Offiziere des deutschen Kolonialmilitärs mindestens 282 Sendungen an das Berliner Völkerkundemuseum geschickt haben. Und das galt damals als Hauptstandort für diese Sammlungen. Und es ist zwar einerseits bekannt, zeigt aber andererseits auch, wie eng der Bereich der kolonialen Eroberung und der Bereich der Anthropologie damals miteinander verbunden waren. Also es gab viele Briefe der Kolonialoffiziere in den Museumsarchiven, die auch etwas über die koloniale Gewalt ausgesagt haben. Und Belege für einige brutale Ereignisse wie die Benin-Expedition von 1897, die, denke ich, jeder heutzutage kennt, glücklicherweise, oder die Plünderung des Palastes von Dibatine 1898 in Kamerun, das ist etwas weniger bekannt. Das sind zwei bekannte Beispiele, die in diesen Listen ganz häufig vorkommen und in diesen Registern. Aber es gibt auch viele andere Kontexte, die von der Kolonialgeschichtsschreibung weitestgehend ignoriert wurden. Und wir wollten hier wirklich alle diese Kontexte berücksichtigen und auch Muster der kolonialen Plünderungen identifizieren. Eines dieser Muster geht aus von den Berichten in den Militärarchiven. Also das hier ist ein Beispiel. Also es geht darum herauszufinden, welche Expeditionen in dieser Liste in Museumssammlungen zu finden sind. Also welche Beutestücke können wir mit den Ereignissen in Verbindung bringen? Wann sind sie dort angekommen? Und wie können wir die Berichte und die Sammlungen miteinander verbinden? Also dafür haben wir dann wirklich versucht, die Routen der Offiziere zurückzuverfolgen und die Züge sowie die Zeitleisten und haben untersucht, ob die Sendungen verschickt wurden, kurz nachdem beispielsweise Städte oder Dörfer angegriffen oder niedergebrannt wurden. Und die Offiziere berichten oft, wie sie den Afrikanern ihre Lebensgrundlage, Land und Vieh weggenommen haben. Sie erwähnen nur selten, ob sie ihnen auch ihr kulturelles Erbe oder ihre Besitztümer geraubt haben. Hier ist ein Beispiel. Da geht es um einen Offizier, Gideon von Grabert. Er hat eine Expedition unternommen an den Vrerosee, heute in Ruanda gelegen. Das war damals im März, April 1898. Sein Ziel war es, die lokalen Führer dazu zu bringen, sich der deutschen Kolonialherrschaft zu unterwerfen. Das waren lokale Führer, die sich souverän fühlten. Aber irgendwann fehlte ihm das dann Tauschmaterial und er kannte die lokale Politik nicht, die Gepflogenheiten nicht. Er hatte so gesehen, dass die Wanderer-Gemeinschaft nicht bereit war, die Deutsche mit Vorräten zu versorgen, weil die kriegten nichts mehr zurück von ihnen für ihre Gastfreundschaft. Und anstatt sie dann in Ruhe zu lassen, nutzte Grabert das sogenannte feindselige Verhalten als Vorwand, um sie anzugreifen und ihre Dörfer niederzubringen. Ich zitiere ihn, hier gibt es auch auf der Präsentation die englische Übersetzung. Zu der langen Unkenntnis über die Verhältnisse in Ujiji und Lusumbura kam hinzu, dass es uns an Tauschmaterial fehlte. Die Feindseligkeit der Eingeborenen, die uns reichlich Nahrung und Vieh brachten, konnte daher fast als willkommen für uns angesehen werden. Ende Zitat. Sein Bericht wurde im Juni 1889 an den Gouverneur geschickt und im Januar 1899 erschien das Ganze im Organ der kolonialen Propaganda. Parallel dazu schickte Grabert im Juni 1898 Kisten mit Habseligkeiten der Warundi und Wanyarwanda nach Dar es Salaam. Das Ganze wurde dann im Januar 1899 nach Berlin verschifft und im Februar 1899 kam das im Museum an. Andere Sendungen aus Ruanda mit größeren Objekten, so zum Beispiel hier diese sehr schönen Trommeln, kam 1902, 1903 in Berlin an.
Vielleicht werden wir nie erfahren, ob Grawert sie aus den Häusern der von ihm angegriffenen Menschen mitgenommen hat. Aber jenseits der Besessenheit, die Provenienz zu bestimmen, können wir vielleicht auch die Geschichten des Widerstandes neu erzählen, die es gegeben hat gegen das Unrechtsregime. Als die Wanyarwanda den Deutschen gezeigt haben, dass sie sich über die Art und Weise ärgerten, wie die Kolonialisten Vorräte an sich nahmen, ohne etwas dafür zu geben, leisteten sie Widerstand, nur um dann mit ansehen zu müssen, wie ihre Häuser niedergebrannt wurden. Und einige dieser Trommeln sind gespielt worden von den Menschen, sind vielleicht auch genutzt worden, um die Menschen aufzurufen zu Widerstand gegen die koloniale Herrschaft. Heute liegen sie stumm im Lagerräumen und warten auf die Öffnung der Museumsbestände, um wieder zum Leben erweckt zu werden. Der andere Weg geht von unserer Arbeit mit deutschen Museen und ihren Datenbanken, ihren Magazinen und ihren Archiven aus. Wir schauen uns die Dinge an und fragen uns, was gibt es dort zu finden, was noch nicht beachtet oder sogar absichtlich verschwiegen wurde? Gibt es dort Objekte oder Subjekte, die zurückzugeben sind? Und schließlich und endlich, wer regelt den Zugang zu diesem Wissen? Wie können wir ihn besser zugänglich machen? Wir haben ausgiebig mit dem Kontext Togo und Ghana beschäftigt, das deutsche Togoland. Und da gibt es Transkripte von Archiven, von togoischen, ghanaischen Kollegen wie Nogo, Asambede, Ohini, Tofa und Wasi Opo und so weiter. Ich habe vor, diese Archive nach Lomé und Accra zu bringen, um zu erörtern, um dieses Material für die wissenschaftliche Gemeinschaft und für die Kulturschaffenden vor Ort von Bedeutung ist und welche Art unerzählter Geschichten über koloniale Plünderungen ausgegraben und erzählt werden sollten. Hier haben wir auch Fotos von Objekten gemacht. Wir durften aber noch nicht sagen, wo die Objekte tatsächlich liegen im Depot. Hier haben Sie ein Beispiel von einem Archivstück. Das sind Landkarten des deutschen Togoland aus der Zeit 1888. Das sind Zeichnungen, die angefertigt wurden von den Kolonialherren, die die afrikanischen Gemeinschaften ausgebeutet haben. Hier haben Sie 179 Seiten, 1700 Objekte, die hier von Gaston Thierry und in Nord-Togo und Ghana entwendet und nach Europa verbracht wurden. Wir arbeiten noch eng mit unseren Kollegen zusammen, mit Richard Zogang-Fossi und Sebastian Sprute. Da haben wir ein Projekt zu Kameran, da versuchen wir einen Überblick zu entwickeln über die kolonialen Sammlungen aus dieser Region. Und einige der Offiziere, Karl Lagermitz zum Beispiel, haben hier 240 Gegenstände aus den Grassfields zusammengetragen. Und dieser Offizier schrieb Folgendes. Zitat, seit ich im Distrikt Bamenda stationiert bin, bin ich zu folgendem Schluss gekommen. Das Sammeln im Krieg ermöglicht es, vollständigere und unverfälschtere Ergebnisse zu erzielen als das Sammeln durch Kauf. In den nächsten Tagen wird der Feldzug gegen Munchi beginnen, gefolgt von einem Feldzug in der Gegend von Basho. Ich hoffe, dass Hauptmann Clowning und ich in der Lage sein werden, dem Museum im Laufe des Feldzuges nützliche Gegenstände zukommen zu lassen. Ende Zitate. Mehrere solche Zitate zeigen, wie hier geplündert wurde und wie die Offiziere frei darüber sprachen. Die Offiziere haben den lokalen Gemeinschaften einfach die Schuld dafür gegeben, dass sie sich nicht einfach unterwerfen. Sie haben sie bestraft und haben ihre Besitztümer geplündert. Sie haben alles mitgenommen, Kunstgegenstände, Schmuck, sehr persönliche Gegenstände, sogar ganze Türen, Holztüren wurden entwendet. Also diese Strafexpeditionen sind vielfältig. Das gehört zur Militärgeschichte, die kann ich und will ich auch nicht ausführlich erläutern. Ein weiteres Zitat zeigt nochmal, dass die Afrikaner sich gewehrt haben gegen diese Plünderung. Richard
Fossi, mein Kollege, hat dieses Dokument im Ethnologischen Museum Berlin gefunden. Es wurde verfasst von Johann Friedrich Gustav Umlauf, einem der erfolgreichsten Verkäufer afrikanischer Kunst und afrikanischen Besitzes. Dieses Schriftstück wurde im Anhang zu einer Sammlung verschickt. Und er sagt, ich zitiere, wenn man das reiche Material an Götzenbildern, Masken, Schnitzereien, Trommeln, Waffen, Haushaltsgegenständen sieht, könnte man glauben, dass es leicht ist, solche Dinge zu beschaffen. In Wirklichkeit ist die Situation jedoch anders. Der Transport von so großen Gegenständen wie Türpfosten, Ahnenfiguren, Trommeln und so weiter ist ziemlich schwierig und extrem teuer. Außerdem hängen die Afrikaner sehr an ihren Dingen und insbesondere an alten, geerbten Familienstücken. Unter normalen Umständen lassen sie sich kaum dazu überreden, sie wegzugeben. Schon gar nicht alte Masken und heilige Gegenstände. Selbst um Gegenstände des täglichen Lebens muss lange gefeilscht werden und man kann sie nur im Tausch gegen üppige Geschenke kriegen. Nur in Kriegszeiten oder bei großen Expeditionen sind die Bedingungen günstiger. Dort hat man Macht, einen gewissen Druck auszuüben. Ende Zitat. Umlauf hat sehr profitiert vom Unglück nicht-europäischer Menschen, um selbst einen Profit zu erwirtschaften, indem er mit diesen Kulturgütern handelte. Und er sagt, die Afrikaner wollten das nicht weggeben und Gewalt ist der beste Modus operandi, um sich Dinge anzueignen, die wirklich sehr wertvoll sind. Meine Erfahrung mit Museumsarchiven und Provenienzforschung zeigt mir, dass selbst wenn man Nadeln der Handlungsmöglichkeit im Heuhaufen der Gewalt findet, ist es so, dass die Idee der Provenienzforschung als Grundlage für das Erzählen dieser Geschichten fragwürdig ist. Häufig wird es häufig genutzt, um Reparation und Rückgabe, Restitution zu vermeiden. Man muss einfach anerkennen, dass die kolonialen Regime von Zwang und Gewalt waren. Und aus diesem Sinne sollten koloniale Sammlungen geöffnet werden für jeden, der einen Rückgabeanspruch machen will. Egal, was die Forschung sagt. Clémentine Delis sagt dazu, ich zitiere, die Ironie besteht darin, dass dieser neue Elan zur Quelle zurückgeht, um fehlende Informationen, die beim Erwerb der Gegenstände nicht gegeben wurden, wiederherzustellen. Es ist tatsächlich eine Praxis, die die ethnokolonialen Museen diskreditiert. Priyab Basile, anlehnend an Sadia Hartmann, spricht auch davon, dass es hier eine Erforschung geben muss zur Geschichte der Sammlung. Priyab Basile schreibt, ich schlage vor, dass sich die forensische Sezierung mit der ungehinderten Vorstellungskraft vereint. Ich sehe die Nekrographie mit der Kunst vermischt, um das zu ermöglichen, was ich als Fabulographie bezeichne. Eine Praxis der freien, assoziativen Projektion in die Lücken der Vergangenheit, um in irgendeiner Form Lied, Tanz, Film, Text, Zeichnung, Rezept, etwas von dem wiederzufinden, was verloren gegangen ist. Diese Versuche würden Potenziale schaffen, andere Arten von Lebendigkeit um die Objekte herum zu schaffen. Eine Herausforderung, die im Moment unterdrückt wird in der Autorität der traditionellen Museen. Das ist tatsächlich so, dass Objekte häufig entfernt werden, verschlossen werden, nicht zugänglich sind. Man hat keinen Zugriff. Man hat immer noch eine Trockenheit des Museumsdiskurses, eine Gewalt der Depots. Da ist es nicht möglich, kreativ zu sein. Und wir sollten eigentlich die Kreativität, die Möglichkeit haben, eine Restitution und eine Versöhnung anzustrengen. Kurz gesagt, ich hoffe sehr, dass die Künstler, die Wissenschaftler eine neue Fabulierung, Fabulographie schaffen, weg von der traditionellen Interpretation der Objekte. Diese Objekte
Wie würden sie bewahrt in Togo, in anderen Orten? Das ist nicht allein die Frage. Man muss auch sich vorstellen, was Fela Kuti oder Adichie schreiben würden, wenn sie sich mit nigerianischen Sammlungen in deutschen Museen beschäftigen könnten und etwas damit machen könnten, mit diesen Dingen, ein neues Narrativ schreiben könnten. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und ich freue mich auf die anderen Vorträge, die wir noch haben und auf die Diskussion. Thank you so much. Vielen Dank, Dr. Lagal, für dieses schockierende, einführende Gespräch. Allerdings macht es uns auch Mut und ich würde das gerne weiter diskutieren im Verlauf der Veranstaltung. Aber zunächst einmal haben wir den nächsten Teilnehmer, der zu uns sprechen wird. Ciao, Tajana ist unsere nächste Sprecherin. Sie ist Historikerin und Spezialist für digitales Erbe und sie kombiniert Computerwissenschaft und ihre lebenslange Leidenschaft für die Geschichte. Sie sagt selbst, sie ist wirklich eine ausgemachte Historikerin. Sie ist vor allen Dingen beschäftigt mit der Anwendung von Technologie bei der Bewahrung von afrikanischem Erbe und bei der Verbreitung afrikanischen Erbes. Sie glaubt sehr an digitale Technologien, um neue Formen des Engagements zu schaffen zum afrikanischen Erbe außerhalb kolonialer Strukturen. Das ist immer noch das Leitprinzip aller ihrer Arbeit. Und damit heißen wir Chayo willkommen. Sie ist ebenfalls Gründerin von African Digital Heritage. Das ist eine Organisation, die einen ganzheitlichen, kritischen Ansatz schaffen will für digitale Lösungen zur Bewahrung des Erbens. Sie ist ebenfalls Begründerin von Open Restitution Africa. Ein Projekt hier. Ciao, Tajana. Willkommen und wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Vielen herzlichen Dank. Hallo an alle, mein Name ist Chao und vielen herzlichen Dank für die wunderbare Einführung und auch Dank an das Team für die Organisation dieser Veranstaltung und auch an meine Mitdiskutantinnen und Diskutanten. Ich freue mich, ich muss sagen, dass ich ein bisschen unter dem Wetter leide. Also ich bin etwas antriebslos. Also es liegt jetzt nicht daran, dass ich hier keine Lust hätte, bei Ihnen zu sein, sondern es liegt einfach an dem Wetter. Ich würde jetzt gerne meinen Bildschirm teilen. Und ich hoffe, dass Sie jetzt meine Präsentation sehen können. Ja, das können wir. Fantastisch. Als ich die Anfrage erhielt, über die Narrative, die Erzählung der Objekte zu sprechen, habe ich darüber nachgedacht, wie ich als Kulturpraktikerin da hineinpasse und als Historikerin und als jemand, der an der Schnittstelle sitzt zwischen der digitalen Welt und versucht, das Ganze aus Sicht des afrikanischen Erbes zu betrachten. Also persönlich glaube ich, dass die Arbeit, die ich mache und die Arbeit, die meine Projekte umfassen, und unterschiedliche Formen von Kunst, die ich schaffe, sowohl eine Vereinigung mit meinen Vorfahren sind, in dem Sinne, dass ich das Gefühl habe, dass vieles von meiner Arbeit von denen angeleitet wird, sozusagen, die vor mir da waren. Und ich schaffe dadurch, viele Hindernisse zu überwinden und Probleme zu bewältigen in der Gemeinschaft und persönlich. Also das ist ein großer Teil oder einen Anteil haben die vor mir da waren. Und ich benutze das als Dialog, um meine Präsenz zu verstehen, meine Gemeinschaft zu verstehen, meine gegenwärtige Gesellschaft und auch die Strukturen insgesamt zu verstehen. Wir denken immer an Technologien als futuristisch. Also wir sprechen über das Metaverse, über künstliche Intelligenz und es gibt die Idee, dass sich Technologien sehr schnell entwickeln oder uns voranbringen. Aber ich möchte auch sagen, dass die Technologie sich nicht nur um die Zukunft dreht. Das ist auch eine großartige Chance, um
umfassend die afrikanische Vergangenheit neu zu definieren, zu verschieben sozusagen. Also die Technologie insgesamt, aber natürlich insbesondere auch die digitalen Medien, sind eine grundlegende Form der Dekolonisierung, wenn das richtig gemacht wird und wenn die richtige Ethik angewandt wird und die richtigen Methoden eingesetzt werden. Also, am Anfang habe ich mich digital sehr unwohl gefühlt, weil die Arbeit, die ich mache, die wir machen, sich sehr stark darum dreht, wie man die Technologie als wichtige Möglichkeit der Beteiligung im digitalen Raum sieht. Also es gibt eine Art Unwohlsein mit Blick auf die digitale Welt. Und da geht es auch um Ungerechtigkeit, um Ungleichheit, die wir in der realen Welt haben, wobei die digitale Welt natürlich auch ein wichtiger Bestandteil ist, um den Zugang zu Sammlungen zu gewährleisten. Also wir sprechen ja auch über Sammlungen, die auch online gestellt werden. Wir sprechen auch über die Möglichkeit für Menschen und Gemeinschaften, die ihre Kultur verloren haben, hier Zugang zu bekommen über digitale Plattformen. Und es gibt auch das Potenzial von digitalen Instrumenten, dass hier das Erbe des Kolonialismus fortgeführt wird, was sich auch in der realen Welt manifestiert. Also man muss also sagen, die Technologie kann eine Antwort sein, aber es ist auch etwas, das wir mit Vorsicht betrachten sollten. Gleichzeitig ist es so, dass wenn wir uns als afrikanische Praktikerinnen und Praktiker im digitalen Raum positionieren, dann ist das auch ganz wichtig. Das ist eins meiner früheren Projekte und das hat mich auch zu dieser Diskussion heute gebracht. Heute geht es ja wirklich um die Objekte. In den vergangenen 5 Jahren ungefähr habe ich in Kenia daran gearbeitet und war auch als Mitbegründerin des British Colonialism, also der Untersuchung sozusagen oder des Museums zum British Colonialism. Und wir haben versucht, die Geschichte aufzuzeigen und die Manifestationen, die man heute noch sieht, und haben die Archive des britischen Kolonialismus auch deutlich gemacht. Und wir positionieren uns also hier als KuratorInnen, als KünstlerInnen, als diejenigen, die von dieser Geschichte betroffen sind. Und der Zugang zu Objekten ist natürlich schwierig. Der Zugang zu Archiven ist etwas anders, weil es gibt viele archivarische Dokumente, die fallen in die Zeit des Unabhängigkeitskampfes. Oder also diejenigen, die quasi gegen diese Strukturen gekämpft haben, sollten quasi bewusst keinen Zugang zu dieser Geschichte erhalten. Deshalb sind wir vor Ort gewesen, haben Menschen interviewt, wir haben digitale Mittel benutzt, um das Ganze zu verbinden. Also die lebendige Erinnerung mit den Archiven und den archäologischen Strukturen in Verbindung zu bringen und auch Beweisen, also Evidenz, die wir heute finden. Also eines unserer Hauptziele mit diesem Projekt war es, die Gefangenenlager zu verdeutlichen. Und ich kann auch gerne die Webseite nach diesem Vortrag sagen, aber ich wollte das jetzt erst hier zeigen, weil dieses Projekt insgesamt eines ist, wo wir eine aktive Beteiligung an der Geschichte sozusagen gefördert haben. Wir waren auch in der Lage, uns wieder mit unseren Familien in Verbindung zu setzen, mit Blick auf die Geschichte. Durch dieses Projekt war ich in der Lage herauszufinden, dass meine Urgroßmutter gefangen genommen wurde und in einem Gefangenenlager über 7 Jahre war. Und hier ist mein Opa, der seine Geschichte erzählt. Und ich konnte hier auch Material finden. Eines der Dinge, die mir aufgefallen sind in den Archiven, und das hat auch mein Großvater erzählt, ist, dass er niemals ein Bild hatte von der Zeit, wo meine Großmutter in einem Gefangenenlager war. Das heißt, es ist Geschichte, die von den Menschen ferngehalten wurde, sei es nun Objekte in den Archiven
Und das hat wirklich Auswirkungen auf die Menschen, dass sie einfach keine visuellen Zeugnisse, keine Referenzen sozusagen über so eine wichtige Phase in ihrem Leben haben. Und das kann wirklich sehr destabilisierend wirken. Also wenn wir über Objekte sprechen, möchte ich auch die Idee ansprechen, dass diese Arbeit über die Dekolonisierung, die Arbeit über die Rückkehr, die Restitution auch eine Arbeit ist, bei der es eben um Menschen geht. Und insbesondere müssen wir, oder war es so, dass früher mehr den Objekten Respekt gegenübergebracht wurde als den Menschen. Die Menschlichkeit wurde den Menschen entzogen. Und es wurden rassistische Systeme entwickelt, um die Menschen zu beschreiben. Und ich glaube, dass wenn man diese Positionierung von Objekten und die Art und Weise, wie der Kolonialismus ganz bewusst die Menschen von den Objekten getrennt hat, dass das ein wichtiger Bestandteil der Arbeit ist, die wir heute leisten müssen. Und ein großer Teil besteht darin, dass wir die Teilnahme, die aktive Teilnahme fördern, eine Art Aktivismus fördern im Kampf um die Wiedergewinnung der eigenen Geschichte. Und eines der Projekte, das ich heute durchführe, ist Open Restitution Project Africa. Und das ist ein Projekt, wo wir die Idee verfolgen, dass es bei der Restitution, bei der Rückgabe nicht um Objekte geht, sondern zunächst einmal um die Menschen geht. Dass es zunächst einmal um die Anerkennung geht dessen, also was dieser Verlust bedeutet, welche Schmerzen dieser Verlust bewirkt hat. Und was bedeutet das für die PraktikerInnen, die damit zu tun haben, mit dem Verlust und den fehlenden Objekten hier? Und gleichzeitig wird man gebeten, als Institution aufzutreten. Warum sind sie es wert, quasi die Objekte wieder zurückzubekommen? Und wir haben also die Restitution als Gesamtheit betrachtet. Und es gibt beispielsweise ein Objekt aus Frankreich, was schon zurückgegeben wurde an Benin, aber gleichzeitig haben wir keine Daten zu der langen Geschichte der Anfragen für Restitution. Also wie viele Objekte wurden angefragt für eine Rückgabe und wie viele dieser Anfragen wurden ignoriert von Museen, wie vielen wurde nachgekommen. Und während die Restitution in den Diskussionen eine sehr prominente Stelle einnimmt, haben wir es aber mit einem Mangel an zentralisierten Daten zu tun, insbesondere Daten in Bezug auf die afrikanische Perspektive, wenn es um Restitution oder die Rückgabe geht. Und wir können hier mit Sicherheit miteinander zusammenarbeiten. Wir haben also eine Datenbank angefangen, die unter anderem die Anfragen, Best Practices bündelt, auch die Rolle hervorhebt von afrikanischen PraktikerInnen und auch die verschiedenen Gesichtspunkte, also emotionale, psychologische, die alle hier reinspielen, werden alle berücksichtigt. Und es soll für die Gegenwart und die Zukunft helfen. Also was bedeutet das für AfrikanerInnen, dass sie aktiv ein Teil dieses Vorgangs sein können und auch sichtbar sein können. Und etwas, was wir herausgefunden haben, ist, und das ist eine Veröffentlichung zum Thema Restitution, ist, wir haben festgestellt, dass die Restitution sich um 100% verstärkt hat. Und es gibt Diskussionen im akademischen Raum, es gibt afrikanische WissenschaftlerInnen, die dann wenigstens auch in der Diskussion zitiert werden. Also einerseits geht es ja um Afrika, aber häufig werden afrikanische Stimmen hier nach wie vor ignoriert. Also bei dieser Arbeit geht es eben genauso um die Restitution als auch darum, einen Raum in dieser Diskussion einzunehmen. Also eben auch in diesem digitalen Raum, wo so viel passiert. Gleichzeitig ist es aber natürlich auch einfach, verloren zu gehen. Also für mich ist die Teilnahme eine Art Widerstand. Ich weigere mich, den Status quo zu akzeptieren. Es ist eine Möglichkeit, das indigene Wissen, das ignoriert wurde, auch zu repräsentieren. Und an sich ist es eine Möglichkeit, auch einen Heilungsprozess zu erfahren. Was bedeutet das für mich als junge Afrikanerin, hier in diesem Raum tätig zu sein? Das
geht wirklich darum, dass ich mich selbst finde. Ich habe viel mit Fragen zu tun, auf die ich natürlich auch keine Antwort habe. Aber gleichzeitig erlaube ich es mir, hier ein Gefühl der Heilung zu bekommen in einer Welt oder in einem System, das sehr stark versucht hat, sicherzustellen, dass meine Identität und mein Gefühl für meinen Platz in dieser Welt nicht existiert. Also was bedeutet das, diese Arbeit zu tun? Also in all unseren Projekten geht es darum, um die Erfahrung von Menschen. Wie können wir diesen Prozess wieder humanisieren? Wie können wir über die Frustration sprechen? Oder also wenn man diese Anfrageschreiben immer wieder stellen muss, die nicht beantwortet werden, wie kann man gegen rassistisches Material in Archiven, also wie kann man damit umgehen? Wie können wir die Erfahrung von Menschen hören, weil wir beispielsweise ganz viel mit Archiven zu tun haben, die diese Menschen gar nicht als Menschen betrachtet haben. Das heißt, diese Archive können natürlich nicht die einzigen historischen Belege sein. Also was bedeutet das, dass man dieses Material hat, das vielleicht nur auf diesen Archiven basiert? Und wie können wir uns selber sozusagen wiederherstellen, unsere Familien und unsere Gemeinschaften? Wie können wir heilen? Und hier habe ich ein Zitat von Saidiya Hartmann, und sie sagt, dass die Ausdehnung der Grenzen des Ungesehenen, also es ist leicht, zu hassen, den Schöpfer eines Archivs zu hassen, aber es ist nicht so leicht, es ist, sich mit dem eigenen Erbe dieses Hasses zu konfrontieren. Und das hat natürlich Auswirkungen auf das indigene Wissen, auf die eigene Psyche. Also es hat auch damit zu tun, auf das zu hören, was in den Archiven unbeantwortet bleibt und was wir in der Provenienzforschung heute sehen. Wie können wir einen Raum für einen Dialog schaffen? Also ich denke, am Ende des Tages geht es um Freiheit, die Freiheit, sauer zu sein, frustriert zu sein. Wenn wir mit afrikanischen PraktikerInnen sprechen oder afrikanischer Abstammung sind, dann hören wir häufig nicht die Frustrationen, mit denen sie zu tun haben. Es hat Auswirkungen auf die Menschen, auf die Psyche, auf ihr emotionales Befinden. Und letztendlich gibt es natürlich viele Aspekte, aber ich konzentriere mich auf die Freiheit durch digitale Instrumente, die Freiheit, die wir haben, indem wir uns über Länder und Zeitzonen hinweg treffen können. Aber natürlich haben wir mit schwierigen Fragen zu tun. Also es geht um das Erbe, das so stark in unseren Systemen verwurzelt ist und das uns zwingt, in einer Art und Weise zu denken, die aber nicht die einzige Art und Weise ist. Über die Digitalisierung, digitale Diskussionen schaffen wir einen Raum für die Objekte. Aber wir müssen natürlich auch kritische Fragen stellen. Haben westliche Museen das Recht, die Objekte zu digitalisieren, an denen sie von vornherein gar keine Rechte hatten? Und wie sieht es dann mit dem Copyright aus auf diese Objekte? Also es geht wirklich darum, harte Fragen zu stellen in Bezug auf die Technologie und die Art und Weise, wie sie einerseits Dinge ermöglichen kann, aber gleichzeitig auch die Gewalt fortsetzen kann in vielerlei Hinsicht. Damit bin ich auch am Ende meines Vortrages, und das ist ein Zitat, die zeigt, dass sich die Geschichte überall versteckt, im Archiv, im Museum, aber manchmal auch direkt vor unseren Augen. In Menschen, in Gebäuden ist Geschichte verborgen. Ich versuche, so gut wie möglich zu arbeiten. Ich versuche, mich auch immer selbst zu befragen. Wie kann ich über eine singuläre Agenda, wie kann ich über ein singuläres Narrativ hinausreichen? Weil dieses Singuläre ist etwas, was mich eben immer begleitet hat. Und ich danke für die Aufmerksamkeit und freue mich auf die Diskussion. Vielen Dank, Ciao, für diese wunderbare Präsentation. Sie haben genau rechtzeitig Ihren Vortrag abgeschlossen, und
Damit wir noch Zeit für Diskussion haben, machen wir gleich zügig weiter. Als nächste Rednerin haben wir jemanden vorzustellen, wo ich Deutsch sprechen möchte. Ja, also wir sprechen natürlich schon jetzt in der vergangenen Zeit über diesen Kontext und nur um nochmal deutlich zu machen, wir sprechen viel über Sammlungen, große Teile materieller, immaterieller Sammlungen aus der ganzen Welt befinden sich heute in den Beständen der Museen. Das wird auch in Deutschland. Diese, das hat Herr Legall auch in seiner Präsentation nochmal deutlich gemacht, sind oft unter kolonialen, sehr gewaltsamen Bedingungen zusammengetragen. Und die Verantwortlichen in Museen sowie SammlerInnen haben sich somit die Strukturen des europäischen Kolonialismus letztlich zunutze gemacht und diese auch durch ihr Sammlungsinteresse gestärkt. Diese Themen werden natürlich auch in diesem ganzen Kontext der Dekolonialisierung, der Entkolonialisierung, der Postkolonialität immer wieder diskutiert. Und deswegen ist auch unsere nächste Partizipantin so interessant, denn sie arbeitet bei einem solchen Museum. Stefanie Bach ist seit 2019 Kuratorin für Global Art History mit Schwerpunkt Afrika an den Völkerkundemuseen in Dresden, Leipzig und Herrnhut. Wir hatten es auch gerade in der Präsentation gesehen. Dresden hatte eine ganz große Sammlung gemeinsam mit Berlin, doch etliche Stücke und Objekte, die sich dort in den Sammlungen befinden. Und sie studierte Kunstgeschichte, außereuropäische Kulturen und Kunstgeschichte im globalen Kontext mit dem Studienschwerpunkt Afrika an der Universität Leipzig. Sie ist heute hier, um uns darüber zu erzählen, wie denn ethnologische Museen oder das Museum Grassi denn mit diesen ganzen Diskussionen und diesen Kontext heute umgeht. Das geschieht zum Teil mit dem Zukunftsprogramm Reinventing Grassi, das das Museum für Völkerkundelastik gerade in Planung hat. Und darüber wird sie uns nun ein wenig erzählen. Und was das bedeutet, hören wir jetzt. Herzlich willkommen, Stefanie Bach. Ja, vielen Dank für die Einladung und vor allem für die Organisation der Veranstaltung. Ich freue mich, heute hier vor allem ein Team vertreten zu dürfen und auch für unsere PartnerInnen zu sprechen. So, ich hoffe, ihr könnt die Präsentation sehen. Ich freue mich hier, euch heute unser Zukunftsprogramm Reinventing Grassi vorzustellen. Ich kann euch natürlich nur in dieser kurzen Zeit einen kleinen Einblick geben. Aber wir sind neben dem Hamburger Mark und dem Lindmuseum in Stuttgart das dritte Museum, welches von der Kulturstiftung des Bundes in der Initiative für ethnologische Sammlungen gefördert wird. Und das bedeutet also, dass wir in unserem Zukunftsprogramm bis 2023 unser Museum weitreichend umgestalten möchten und uns zu einem Netzwerkmuseum wandeln möchten. Das heißt also, wir wollen unterschiedliche Stimmen zu Wort kommen lassen und gemeinsam mit anderen AkteurInnen und BesucherInnen unsere ethnologische Sammlung kritisch aufarbeiten und vor allem die Erwerbs- und Ausstellungsgeschichte genauer in den Blick nehmen. Wir haben am 4.3. dieses Jahr unseren ersten Teil eröffnen können. Der hat sich vor allem mit den Gründungsnetzwerken des Museums, den Sammlungen und den aktuellen Debatten rund um das Thema Restitution und Repatriierung beschäftigt. Und wir haben darüber hinaus noch einen Backstage-Bereich eingerichtet, aber dazu gleich mehr. Einen Überblick zu verschaffen über unser Museum. Wir haben also zwei identische Etagen mit insgesamt 4000 Quadratmetern, die wir also umgestalten möchten. Wir konnten jetzt in der ersten Eröffnung bereits ein Drittel umgestalten. Das heißt aber, die BesucherInnen gehen weiterhin durch ältere Teile der Ausstellung und sehen gleichzeitig neue Ausstellungen. Also uns war es eben ganz wichtig, hier auch die Entwicklung innerhalb der Ausstellung zu zeigen. Die alte Ausstellung war regional gegliedert. Bei der neuen möchten wir das eben nicht mehr. Und wir möchten hier vor allem unseren Fokus auf kulturelle, politische, historische und soziale Verflechtungen lenken. Wir fangen vielleicht mal in der ersten Etage an. Wir haben hier oben einen Flügel
Es ist kompliziert, wenn man das Haus nicht kennt, aber wir haben also in der ersten Etage eben diesen Backstage-Bereich eingerichtet. Das heißt, drei Räume wurden hier umgestaltet und das bedeutet auch, dass die BesucherInnen also hier durch den alten Teil, der unter der Überschrift Asien stand, gehen und dann weiter zum Backstage-Bereich laufen. Der Backstage-Bereich, hier sehen wir auch schon den ersten Raum, wurde entwickelt aus der Idee heraus, dass wir also auch unseren BesucherInnen einen Blick hinter die Kulissen geben wollen. Das heißt also, was passiert neben Ausstellungen, was passiert neben Projekten, die sichtbar sind. Das sind viele andere Bereiche, die aber natürlich auch wichtig sind. Und deswegen haben wir hier den Care Room eingerichtet, wo man mehr über die konservatorische Arbeit im Museum erfahren kann. Wir haben die Problematik, dass die Kapazitäten unserer Depots eben erreicht sind und gerade im Zuge des Abbaus der alten Dauerausstellung die Objekte neu gesichtet werden müssen. Sie müssen verpackt werden, dokumentiert werden, weil sie eben durch die jahrelange Ausstellung unterschiedliche Schäden davongetragen haben. Das heißt, sie sind ausgeblichen, sie sind geknickt, sie haben durch die Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsschwankungen sich verändert oder wurden eben zur Konservierung mit giftigen Bioziden behandelt. Dies alles sind Fragen oder auch Problematiken, denen wir uns dort stellen. Es ist außerdem ein Ort, also mit dem wir ja zusammen mit unterschiedlichen Communities, mit Herkunftsgemeinschaften eben Sammlungen sichten können. Ich habe hier zum Beispiel links ein Beispiel, das Marrakesch-Projekt, wo wir also die Objekte unserer Sammlungen aus der Kilimanjaro-Region bearbeiten oder eben auch erfassen. Wir haben als zweiten Raum den Raum der Erinnerung. Hier sieht man oben rechts mal einen Grundriss. Also dieser Raum ist geteilt in einen öffentlichen und in einen geschützten Bereich und ist ein Ort, der eingerichtet wurde für die Rückgabe von sogenannten Museumsobjekten, aber auch von Rückführung von Ahnen und VorfahrInnen. Das ist hier einerseits, dass die Besucher eben in diesem öffentlichen Raum hier vorne über eine Ausstellung Einblicke bekommen können über vergangene Repatriierungen und Restitutionen, also auch um die Thematik hier näher zu bringen, was bedeutet das? Repatriierungen, Restitutionen werden uns immer wichtiger. Deswegen war es uns eben auch hier ein Anliegen, einen respektvollen Umgang mit dieser Thematik zu gewähren und diesen Raum einzurichten. Es geht also hier vor allem wirklich um diese Bedürfnisse und Belange der Herkunftsgemeinschaften und mit ihnen zusammen wurde eben dieser Raum auch entwickelt. Man sieht auch oben rechts auf dem Grundriss, das ist dann dieser Geschützbereich. Also hier gibt es einen Aufenthaltsraum für unsere Gäste. Es gibt einen Untersuchungsforschungsraum und es gibt einen Aufbewahrungsraum für die jeweilige Repatriierung oder auch Restitution. Wir haben hier daneben noch einen, semi-offiziellen Raum. Hier können also Rituale oder auch Veranstaltungen, Zeremonien stattfinden. Dies aber wirklich, das können die Gemeinschaften jeweils selber entscheiden, ob sie zum Beispiel ihre Zeremonien, ihre Begegnungen mit den Ahnen mit uns teilen möchten, mit den BesucherInnen teilen möchten oder ob sie das im Privaten durchführen möchten. Das ist also, es sind immer sehr lange Prozesse, die wir da auch natürlich berücksichtigen und annehmen. Man kann hier tatsächlich auch in dem Raum direkt auch Restitutions- oder Repatriierungsanfragen an uns stellen. Der dritte und letzte Raum auf dieser Etage ist Prep Room. Der Prep Room ist ein Raum für kuratorisches Experimentieren und steht unter dem Motto, Dinge, die passieren können, aber nicht müssen. Es handelt sich hier um einen Ort, wo wir uns gezielt in regelmäßigen Abständen KünstlerInnen, GastkuratorInnen oder WissenschaftlerInnen einladen, die sich mit unseren KollegInnen aus dem Museum zu einem Thema, zum Objektbestand oder einer Fragestellung auseinandersetzen können. Das erste Thema war hier oder ist momentan über Subjekte, Objekte und dazwischen. Dafür haben wir Anna Schülke und Franka Schneider eingeladen, die sich mit der Klassifizierung unseres Objektbestands beschäftigen. Wir haben also rund 200.000 Objekte in unserem Museum, wovon ca. 45.000 auch vom afrikanischen Kontinent sind. Und sie setzen sich hier mit der Frage auseinander, was die eurozentrische Sicht auf die Dinge mit ihnen gemacht hat.
wie sie sie verändert hat und wie wir mit den Objekten, die unter einem kolonialen Blick betrachtet wurden, im musealen Alltag umgehen können. Wie die kritische Auseinandersetzung mit historischen Benennungen heutige museale Ordnungssysteme verändern und wo andere Weltsichten ihren Platz im Museum finden können. Genau, dann springen wir in die zweite Etage. Hier haben wir also den kompletten linken Flügel jetzt geöffnet am 4.3. Der restliche Teil ist geschlossen, wird aber nach und nach in den folgenden Jahren und Monaten eröffnet werden. In dem ersten Raum fokussieren wir oder stellen wir uns unserem kolonialen Erbe. Bei Jan Legall kam es natürlich auch schon rüber, mit welchen Aneignungsproblematiken wir natürlich auch in unserer Sammlung zu tun haben. Es geht in diesem Raum vor allem um unseren zweiten Direktor, Karl Woile, der ab 1907 durch sein aufgebautes SammlerInnen-Netzwerk die Sammlung verfünffachte. Das heißt also, er war daran beteiligt, dass mehr als 120.000 Objekte in die Sammlung gelangten. Er führte ein Inventarisierungssystem ein, mit dem wir bis heute arbeiten, führte ein Eingangsbuch ein. Durch ihn wurden die Inventarkarten eingeführt, die bestimmte Informationen bis heute vermitteln, aber natürlich auch große Defizite sichtbar machen. Die Sammlung wurde also unter kolonialen Blickwinkeln betrachtet, aber viele Informationen gingen verloren. Und wir stellen uns natürlich hier der Frage, wie können diese Informationen wieder Einzug in das kollektive Wissen bekommen? Wie können wir zusammen mit unseren PartnerInnen dieses Wissen generieren? Und was kann die Zukunft dieser Objekte sein? In dem nächsten Raum haben wir das Projekt Berge versetzen initiiert. Dafür hat das KünstlerInnen-Kollektiv Para mit den zwei tansanischen KünstlerInnen Rehima Chachaga und Valerie Asimwe Amani das Projekt ins Leben gerufen. Das Projekt ist ein Versuch oder ist der Versuch einer partizipativen Restitution. Ich versuche es kurz zu machen. Es ist ein sehr komplexes Projekt. Vielleicht zum Hintergrund, 1889, unternahm der Kolonialgeograf Hans Meyer eine Expedition zum Kilimandscharo im heutigen Tansania, was damals ja Teil der Kolonie Deutsch-Ostafrika war. In diesem Zuge entfernte Meyer die Spitze ein Teil des Kraters des Kilimandscharo und taufte den Gipfel Kaiser-Wilhelm-Spitze. Der Gipfelstein wurde dann anschließend in zwei Teile zersägt, wobei eine Hälfte an den Kaiser Wilhelm II. Ging, der sie im Neuen Palais in Potsdam anbringen ließ. Diese Spitze gilt aber heute als verschollen und die andere Hälfte war ein Briefbeschwerer und ging dann an seinen Erben über, der ihn an ein österreichisches Antiquariat vermachte, wo er heute zum Verkauf steht. Kollaboration nähern sich also die beiden tansanischen Künstlerinnen sowie das Künstlerkollektiv Para dem Stein aus zwei Positionen an. Chachaga und Amani reflektieren über das Echo der Leere, das durch die koloniale Ausbeutung verursacht wurde, und ihre Arbeit greift die Erfahrung der Leere auf, die durch das fehlende Stück entstanden sind. Para hinterfragen die Besitzverhältnisse der anderen noch verbliebenen Hälfte des Steins. Das Ziel des Projektes ist es, den Gipfelstein zurückzugeben. Dies soll mit dem Erlös von verkauften Replikaten der Kilimandscharo-Spitze geschehen. Die sehen wir hier unten, in der Mitte ganz unten. Diese wird aus Rückständen der Museumsarchitektur gewonnen in Vermischung mit Lehm und kann durch die BesucherInnen erworben werden. Mit dieser Summe, die damit zusammenkommt, also das Ziel sind hier 2000 Steine, ein Preis von 35.000 Euro, soll die Spitze zurückgekauft werden. Um den Einsatz zu erhöhen, hat Para am 16. September 2021 die oberen 6 cm der Zugspitze, also des höchsten Berges in Deutschland, entfernt und diese in der Ausstellung als Geisel genommen und in ein Safe gesperrt. Das sehen wir hier unten rechts auf der Folie. Erst wenn der Gipfelstein zum Kilimandscharo zurückkehrt, wird auch der Gipfel der Zugspitze wieder an seinen Platz gebracht werden. In dem letzten Raum auf der zweiten Etage widmen wir uns der Thematik um Benin-Bronzen.
Wir haben uns im April 2021 dazu entschieden, beziehungsweise eine Erklärung mit unterzeichnet, nach der erste Objekte 2022 nach Nigeria restituiert werden sollen. Und wir haben uns auch aufgrund dessen entschieden, dass bis diese Eigentumsverhältnisse geklärt sind und wir ja gemeinsamen Konsens mit dem nigerianischen Staat oder auch mit dem Königshaus in Benin City gefunden haben, dass wir die Bronzen nicht ausstellen. Und dies zeigen wir auch auf in der Ausstellung. Wir sehen hier oben links auf dem Bild, also wir zeigen einerseits die Geschichte der Bronzen seit ihrer Ankunft im Museum auf. Wie wir vorhin auch schon bei Jan Legal gehört haben, gab es die Strafexpedition 1897. Und ab 1898 sind bereits erste Bronzen bei uns im Museum zu finden. Und seitdem wurden sie eigentlich stetig ausgestellt. Diese Aufzeigung der Geschichte mündet dann im Abbau des letzten Ausstellungsdisplays im Juli letzten Jahres und wird komplementiert durch unterschiedliche Interviews mit nigerianischen AkteurInnen über die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Bronzen. Darüber hinaus haben wir einen Zeitstrahl installiert, der die Geschichte der Rückfragen des nigerianischen Staats an Europa, europäische Staaten aufzeigt, sowie Emeka Okpos künstlerische Installation an der Schwelle bildet den Abschluss des Raums. Er hat hier eine sechsteilige fotografische Serie installiert, wo die Bronzen als Porträts dargestellt werden. Dies sehen wir hier auf der rechten Seite. Sie verweisen auf das geteilte Leben der Objekte an der Schwelle und stellen die unangenehme Erinnerung an ihre Abwesenheit in ihrer Heimat Benin dar. Sie begegnen dieser Abwesenheit einer stoischen Vergegenwärtigung. Die Porträts oder Okpo stellt das Recht eines westlichen Publikums in Frage, diese Objekte zu sehen. Die Benin-Bronzen werden von ihrem Herkunftsort entfernt und hier ihrer spezifischen Lebensgeschichten beraubt. Er adressiert, dass sie nicht mehr die individuelle Identität und Autonomie besitzen, die sie in ihrem Herkunftskontext hatten. Sie sind hier in den westlichen Museen zu einem Zustand des aufgezwungenen Stillstands reduziert worden. Er adressiert damit die Begrenztheit des westlichen Ausstellungskontexts. Die Serie verweigert gezielt eine physische Interaktion mit den Bronzen und begreift sie in dieser Hinsicht als einen Schritt zur Bestimmung ihrer Zugänglichkeit hier in Europa. Zum Schluss möchte ich euch auch noch zeigen, wir haben auch im Zuge von Reinventing Telepräsenzroboter angeschafft mit dem Namen Ellipse. Also hier ist es möglich egal auf welchem Ort der Welt, man braucht natürlich Internetzugang, das Museum zu besuchen. Wir arbeiten hier vor allem momentan mit Ellipse im Zuge von Konversationen mit den Herkunftsgemeinschaften, wenn es Austausch, wenn es Kooperationsprojekte gibt, Sichtungen der Sammlung, aber natürlich auch die Begehung der Ausstellung. Wir haben auch unsere Online-Präsenz verändert. Hier sehen wir auch rechts gleich, wir hatten jetzt vor anderthalb Wochen schon die zweite Teileröffnung, die in Zusammenarbeit mit dem Kollektiv Weg Wohin und der vietnamesischen Community in Leipzig entstanden ist. Dao Wei Traces Spuren. Dies ist ein audiovisueller Rundgang, der in 11 Stationen Geschichten von VertragsarbeiterInnen in der DDR und ihr Leben im heutigen Ostdeutschland erlebbar macht. Darüber hinaus eröffnen wir im September in der dritten Teileröffnung einen noch Arbeitstitel Third Space. Das wird also ein Ort sein, der eintrittsfrei begehbar sein wird, wo wir also das Museum weiter zur Stadtgesellschaft hin öffnen möchten. Das heißt, es wird hier vor allem einen Veranstaltungsraum geben, einen Raum geben, wo man spielen kann, wo man lesen kann, wo man auch einfach nur sein kann. Es werden regelmäßig, wird unser Workspace auf der rechten Seite an Leipziger Initiativen vergeben und es wird eine Leipziger Kneipe installiert werden. Weitere Eröffnungen folgen im Dezember und natürlich im nächsten Jahr, wo ich gerne alle hier dazu einlade. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Stefanie Bach, für die Einführung und für das, was das Museum Grassi in Leipzig jetzt schon tut und auch in Zukunft noch vorhat.
Wir machen weiter und ich gehe jetzt wieder in den English Channel. So ich werde jetzt wieder Englisch sprechen, also unser letzter Teilnehmende heute ist Ibrahima Tiam ist ein Fotokünstler, der in Senegal lebt, in Dakar, und er ist auch Teil eines Projektes, das unser Kurator gegenwärtig leitet, nämlich Talking Objects, sprechende Objekte, und er wird im Museum Theodor Monod in Dakar dort arbeiten und er wird uns Details zu seiner Arbeit sagen und wir freuen uns, Ibrahima Tiam heute hier zu haben, der uns nicht nur die afrikanische Perspektive erklären wird, sondern auch eine künstlerische Perspektive näher bringen wird. Also herzlich willkommen, Ibrahima. Guten Abend an alle. Das ist eine große Freude, mit Ihnen über dieses Projekt zu sprechen. Ich bedanke mich bei der Heinrich-Böll-Stiftung und Tamara und die anderen Panelisten. Ich werde meine Bilder oder Fotografien nutzen, um meinen Vortrag zu illustrieren. Ich spreche über Erinnerungen und Vorstellungen. Meine Inspirationsquelle ist die afrikanische Fantasie und ich kombiniere sie mit realen anderen Sachen. Und ich glaube, dass die Fotografie diese Möglichkeit hat, über die Grenzen der Archiven, über die physischen und materiellen Grenzen der Archiven zu gehen. Und ich glaube, das ist besonders interessant. Und was die Sprache der Objekte angeht und ihre Rückgabe, haben wir, soweit ich das verstanden habe, eine neue Ethik, eine neue nationale Ethik entwickelt. Das wurde entwickelt, das ist auch sehr interessant, darüber zu hören. Und es gibt auch eine politische Verbindung, um unser Zusammensein zu verbessern. Der Ton ist leider wirklich nicht der beste. Ich glaube, wir müssen die Geister entkolonisieren. Und wenn Sie dieses Bild sehen, ich arbeite viel mit imaginären Erzählungen. Meine Großmutter hat mir auch sehr viele Geschichten erzählt. Ich bin mit dem Mythos eines unsichtbaren Geistes groß geworden. Und anhand der fotografischen Kunst wollte ich diese Archive illustrieren. Und deshalb habe ich Bilder um diese Erzählung benutzt, eine Erzählung über Makobabam zu sagen und um die Geister zu entkolonisieren, haben wir schon viele traditionelle Erzählungen, die wir brauchen können. Und wir sollten dieses traditionelle Wissen nicht vergessen. Leider ist der Sprecher jetzt nicht mehr zu hören. Gar nicht mehr. Der Ton ist weg. Wir hören jetzt nichts mehr. Difficulties here.
I don't know. Can you still hear us? Tu nous entends, Ibrahima? Können Sie uns noch hören, Ibrahima? Also es scheint so zu sein, dass Ibrahim Thiam die Session kurz verlassen hat. Wir hoffen, dass er gleich in der kommenden Minute mit einer besseren Verbindung hier wieder auftaucht. Also vielleicht können wir in der Zwischenzeit ein bisschen improvisieren. Es gab bereits eine Frage an Chao. Also vielleicht können wir jetzt einfach anfangen. Chao, ich weiß nicht, ob Sie uns gerade hören können. Es gibt eine Frage, die an Sie gerichtet ist. Ich weiß nicht, ob Sie uns hören können. Chao, vielleicht können Sie... Okay, Chao scheint auch nicht da zu sein. Jetzt wechsle ich in den deutschen Kanal. Auch eine ganz konkrete Rückfrage an Stefanie. Genau, Stefanie Bach, ich bin im falschen Chattel. Hier gibt es eine Frage, und zwar, wer wählt denn die WissenschaftlerInnen und KünstlerInnen für den Prep-Room? Sie können es ja lesen, aus und wer entscheidet über die Themen, die dort verhandelt werden. Genau, also das war jetzt im Zuge der ersten Residency, ist das aus unserem Netzwerk quasi gespalten. Also das wird sich noch in den nächsten Monaten bzw. Jahren entwickeln, weil wir ja auch das Projekt erst seit Anfang des Jahres, was wir momentan da im Prep Room haben, stattfinden lassen. Mhm. Vielen Dank und auch nochmal an alle ZuschauerInnen, TeilnehmerInnen. Sie können sehr gerne Fragen stellen in den Chat. Dafür ist er auch da. Und Ibrahima Thiam ist auch wieder zurück. Herzlich willkommen. Voilà, j'ai juste pris un peu de temps pour. Ibrahima, wir haben jetzt inzwischen eine Frage gestellt, aber ich lasse Sie natürlich weiter sprechen. Sie haben das Wort. Leider ist Ibrahima jetzt nicht zu hören. Man hört dich nicht leider, Ibrahima. Das Mikrofon war vielleicht aus. Ja, das Mikrofon ist leider nicht an. Jetzt. Also es gibt leider ein kleines technisches Problem. Die hören dich aber leider nicht sehr laut. Hören Sie mich jetzt? Oui, oui. Hört ihr mich? Ja. Ibrahima Thiam, voilà, je suis photographe. Also ich bin Ibrahima Thiam und ich nutze meine Bilder und die Fotografie im Allgemeinen als Erzählunterstützung und ich interessiere mich für imaginären Geschichten und meine Inspirationsquellen, das sind die afrikanischen Erzählungen, Mythen, die ich mit realen Sachen verbinde. Ich glaube, dass die Fotografie es uns ermöglicht, die physischen und materiellen Grenzen der Archiven zu brechen. Und ich glaube, dass Benedikt Savoy, finde ich, sagt, über die Restituierung des afrikanischen
Erbe gesprochen haben, in dem es eine neue ethische Verbindung geben sollte. Und ich glaube, das ist in diese Richtung, die wir gehen sollten und neue Verbindungen ermöglichen, um gemeinsam unsere Menschheit zu vervollständigen. Wir müssen die Geister entkolonisieren. Wir müssen traditionelles Wissen und religiöses Wissen wieder verkörpern. Und ich arbeite mit meiner Fotografie, mit meiner Kunst in diese Richtung, mit imaginären Erzählungen, mit afrikanischen Erzählungen, die ich von Kindheit aus kenne, arbeite ich darüber. Und ich glaube, dass Afrika sich selbst über dieses materielle Erbe wieder ermächtigen muss. Afrika wurde geraubt, wie Herr Le Gallais gesagt hat. Und wir brauchen eine neue Brücke zu ziehen. Wir brauchen auch die Beziehung zu pflegen. Und ich glaube, dass wir mit Literatur, Musik, Fotografie, Film das voranbringen können. Das sind magische Waffen. Und heute ist die Entkolonisierung noch nicht ganz vollzogen. Wir sind noch nicht ganz unabhängig. Und um dieses Werk der Entkolonisierung zu vervollständigen, brauchen wir all diese Waffen, also der Film, die Fotografie, Literatur, um sie besser zu pflegen. Wir müssen uns auch selber besser pflegen, die anderen pflegen. Und das ist in dieser Richtung, dass ich arbeite. Ich befinde mich gerade in einer Kunstresidenz, im Museum Theodor Mono. Ich arbeite auch mit traditionellen Musikinstrumenten, mit dem Saba-Instrument. Und dieses Instrument ist an sich eine Tonsprache und das ist eine extrem wichtige Verbindung für mich. Mit diesem Instrument habe ich eine Verbindung zu einer traditionellen Tanz wieder gefunden. Und in dieser Tanz war auch die Musik besonders wichtig. Und da entwickelte sich eine besondere Sprache. Und das ist eine Sprache, die wir auch pflegen müssen. Und das ist genau diese Arbeit, die ich gerade leiste. Ich glaube, dass wir all diese Zivilisationsschätze aufwerten müssen und das Symbol des Dialogs auch pflegen sollten. Und das ist, was ich in meiner Arbeit reflektiere, das Dialog zwischen uns, zwischen dem Sichtbaren, dem Unsichtbaren, zwischen uns und den anderen. Und das ist hier, sehen Sie dann diese Tanz, von dem ich erzählt habe, mit der Musik, die heilen sollte. Hier, es gibt einen Krankender, die geheilt werden auf diesem Bild. Und wir sollten die Objekte so schauen, um zu verstehen, was sie uns zu sagen haben. Und dieses Wissen auch teilen. Wichtig ist es, auch eine Dekonstruktionsarbeit zu leisten, auch eine Delokalisierungsarbeit mit einem Freund, der Professor Dar, der mit seinen Studenten im Museum Theodor Monod war. Mit ihm war
eine Studentin, die besonders Angst hatte, und diese Angst ist mit dieser Vergangenheit verbunden. Und wir brauchen eine Delokalisierung, um dieser Angst zu begegnen. Wir sollten diese Objekte nicht mehr einfach nur außen platzieren, sondern sie mit der neuen Generation verbinden. Und dafür ist diese Delokalisierung der Objekte wichtig und sie in ihrem Ursprungszustand wieder versetzen. Das ist, was ich mit Ihnen teilen wollte. Vielen Dank. Merci beaucoup. Vielen Dank, Ibrahima, für deine Darstellung, für die Perspektive, diese künstlerische Perspektive. Und ich werde jetzt wieder Englisch sprechen. Herzlichen Dank, Ibrahima. Vielen Dank an alle Teilnehmenden für ihre Beiträge. Wir haben jetzt noch 30 Minuten, um in eine Diskussion einzusteigen. Und ich möchte alle Teilnehmer bitten, ihre Kameras anzumachen und bei uns sichtbar und hörbar an der Diskussion teilzunehmen. Vielleicht kann unser Techniker hier die Pinnwand sozusagen öffnen. Sie sind ja alle Experten zu Ihren spezifischen Themen. Und Sie wissen auch etwas über die Themen, die die anderen Protagonisten besprochen haben. Wie sieht es aus mit Ihrer Rezeption der Vorträge? Was hat Sie besonders interessiert an dem, was Sie heute insgesamt gehört haben? Vielleicht gebe ich das Wort zunächst an Chao. Gibt es Highlights, die Sie wahrgenommen haben, Dinge, die Sie jetzt gerne in Diskussionen hineinbringen wollen oder Fragen, die Sie vielleicht auch haben an die anderen Panelisten? Keine Fragen, aber ich denke, die Arbeit, die die anderen Panelisten heute besprochen haben, passen genau zu dem, was wir insgesamt besprochen haben, wie wir mit verschiedenen Ansätzen hier arbeiten können, aus der Sicht des Museums, aus der spirituellen Perspektive auch. Insbesondere stimme ich Ibrahima zu. Da gibt es eine Verbindung zwischen Spiritualität und dem, was wir insgesamt besprechen. Das geht auch auf das wieder zurück, was ich gesagt habe, zur Frage des Heilens. Diese Arbeit ist Teil eines Heilungsprozesses, wenn wir uns diesen Objekten nähern, nicht einfach, um diesen Restitutionsprozess als solchen zu absolvieren, sondern um Gerechtigkeit wiederherzustellen für viele Menschen in verschiedenen Formen. Erstaunt, aber nicht schockiert, haben mich einige der Zitate, die Jan erwähnt hat, die ganz offene, unverfrorene Anerkennung der Tatsache, dass sie hier kolonial vorgegangen wurde. Ganz offen wurde das gesagt von den Offizieren. Häufig wird uns gesagt, dass diese Objekte einfach entwendet worden, um eine Geschichte zu bewahren, die wir nicht selbst hätten bewahren können. Und man sieht aber jetzt in diesen Archiven und anhand dieser Zitate, dass die Gewalt immer präsent war. Und wenn wir über Restitution sprechen, dann haben wir häufig eine Debatte, ob es nun richtig oder falsch war, diese Objekte zu verbringen. Aber das, was Jan gezeigt hat, ist ein Beweis der Schuld, des falschen Vorgehens von Anfang an. Das ist wichtig in unserer Diskussion. Und danke an alle diejenigen, die mit mir heute Vorträge gehalten haben. Vielen Dank. Möchte noch jemand etwas ergänzen zu dem, was gesagt wurde, bevor wir dann auf die Fragen eingehen, die uns über die Q&A-Funktion gestellt wurden? Jan. Vielen Dank für eure Vorträge. Es hat mir sehr gefallen.
some miraculous. I didn't know about that, that word. Was hier gesagt wurde, Ibrahima, Sie haben etwas gesagt, das mir klar gemacht hat, dass die darstellende Kunst, die Fotografie, eine Waffe sein kann im Kampf gegen die Kolonialisierung. Und das ist eine Waffe, die wir tatsächlich jetzt nutzen sollten, um diese Objekte wieder in ihren richtigen Kontext zu stellen. Ciao. Es hat mich sehr geschockt zu hören, dass die kenianischen Archive Ihnen gar nicht zugänglich sind, weil die in Großbritannien sind. Das ist das, was wir machen wollen. Wir wollen Zugang schaffen zu Archiven. Wir haben Zugang zu einigen bereits. Und wir fragen immer, inwieweit können wir das öffnen für die Menschen innerhalb unseres Netzwerkes? Nicht nur die Forscher, sondern auch Aktivisten, Menschen, die im Kulturbereich tätig sind. Wir dürfen die Transkripte der Archive teilen. Es hängt immer davon ab, mit welchem Museum wir arbeiten. Häufig dürfen wir die Originalobjekte nicht zugänglich machen. Und da geht es eben darum, Dinge zu digitalisieren. Und das ist auch sehr wichtig. Häufig wird das auch so unter dem Tisch gemacht, aber eigentlich sollte das ganz offen und systematisch erfolgen. Thank you, Jan. Stephanie, danke, Jan. Stephanie, no? Hast du die Hand gehoben? Nein? Okay. So, thank you so much. Nein, dann sage ich zunächst einmal danke dafür, dass Sie aufeinander reagiert haben, eingegangen sind auf Ihre Vorträge, dass es hier eine Interaktion noch gibt zwischen Jan und Chao. Es gibt eine Frage an Sie, Chao. Sie haben gesagt, dass koloniale Arbeit emotionale Arbeit ist, dekoloniale Arbeit emotionale Arbeit ist. Und Jans Forschung ist auch ein emotionaler Prozess, eine emotionale Arbeit, wenn man so will. Welche Erfahrung haben Sie mit den Nachkommen der ehemaligen Kolonisatoren? Inwieweit leisten auch Sie emotionale Arbeit? Denn normalerweise ist man ja eher logozentristisch als Forscher und nicht so sehr emotionalzentristisch. Wie sind die Emotionen der Europäer, die Sie wahrnehmen können? Das ist eine sehr interessante Frage. Ich denke, ich kann die nur beantworten aufgrund der Arbeit, die ich gemacht habe. Ich bin Teil eines Projektes Talking Objects. Ibrahima macht da ebenfalls mit in Dakar. Hier in Nairobi hatten wir eine Intervention in dem Sinne, als dass wir hier Diskussionen geführt haben in unserem Kreis der Kulturschaffenden in Kenia. Wir haben aber auch mit den Praktikern in Deutschland gesprochen und ich habe oft festgestellt, dass diese Gespräche stattfinden außerhalb des Museums. Und da würde ich ganz gerne wissen, wie viel dieser emotionalen Arbeit wird denn tatsächlich im musealen Raum dokumentiert? In meinem anderen Projekt zum britischen Kolonialismus möchte ich sagen, diese emotionale Arbeit hineinzubringen in die Diskussion mit Europäern ist dann möglich, wenn wir direkt zusammenarbeiten, direkt vor Ort, wenn wir uns der Geschichte stellen und wenn wir auch in Netzwerken arbeiten. Unsere Zusammenarbeit hat hier Diskussionsraum geboten in diesem Rahmen. Ich denke aber auch, dass manchmal die afrikanischen Praktiker in die Position gestellt werden, große Fragen beantworten zu müssen, zu dem, was soll denn Europa jetzt machen? Wie sollten die Museen in Europa jetzt vorgehen? Ich meine, im Moment ist es doch eher so, dass wir selbst uns mit unserer Geschichte auseinandersetzen müssen. Also ich habe da Schwierigkeiten, das zu beantworten aus einer Sicht, die eben nicht europäisch ist. Vielen Dank, Chao, dass Sie das gesagt haben. Es erinnert mich
an unseren zweiten dekolonialen Dialog. Dr. Toni Hastrup war da dabei aus Südafrika. Sie ist Überlebende des Genozids in Namibia in der fünften Generation. Und sie hat gesagt, wir gehen jetzt damit um, wir betrachten das aus der ersten Generation und die Europäer sollten das genauso machen. Und das hat mich daran erinnert, dass es da um große Fragen geht. Was können wir tun? Was sollen wir machen? Ich denke, das ist vielleicht eine Antwort darauf. Wir müssen vielleicht zunächst mit dem Trauma als solchen uns auseinandersetzen. Das Trauma, das die Afrikaner über Jahrhunderte, über Generationen hinweg erlebt haben. Danke, dass du das auch nochmal erwähnt hast. Meine nächste Frage hier auf dem Chat geht an Dr. Le Gall, an Jan. Seine deutsche Frage. Ich werde dann ins Deutsche wechseln, um sie vorzulesen. Wozu werden die Objekte bzw. Kulturgüter dienen, wohingegen manche Königreiche und Dörfer nicht mehr heute existieren und Museenwissenschaft nicht so viel ausgebreitet ist in Afrika? Okay, thank you, Fogang Toyem. I hope I'm pronouncing this. Vielen Dank für diese Frage. Die Frage, also ihr redet mich immer mit Doktor an, lasst das lieber. Das bringt nur eine Hierarchie hier hinein, die mir gar nicht so gut gefällt. Es ist nicht so, dass ich, weil ich eben einen Doktor habe, mehr weiß über diese Objekte und über alle Kontexte als alle anderen, die hier mit beteiligt sind. Wenn ich Ihre Frage richtig verstehe, dann möchte ich darauf antworten, dass wenn es eine Restitution gibt und diese Gemeinschaft gar nicht mehr da ist, im Exil ist oder in diesen Gewaltprozessen ausgelöscht wurde, Dörfer verbrannt, niedergebrannt wurden und nicht wieder aufgebaut wurden, was sollten wir dann mit diesen Objekten machen? Ich denke, das war der Sinn dieser Frage. Und das hat ja zu tun auch mit der Tatsache, dass einige afrikanische Länder vielleicht noch gar nicht das Wissenschaftsfeld Museologie anbieten als Studienfach. Zunächst einmal möchte ich da sagen, ich bin jetzt hier nicht derjenige, der sagt, was mit diesen Objekten passieren soll. Es gibt viele Akteure in diesem Restitutionsprozess. Da gibt es die Staaten, da gibt es die Botschaften, zum Beispiel die kamerunische Botschaft in Deutschland, der Staat Kamerun. Man hat die traditionellen Gemeinschaftsführer. Sie haben auch Forscher, Wissenschaftler in den Universitäten in Yaoundé etc. Alle diese Akteure haben etwas dazu zu sagen, was passieren soll mit diesem Objekt, haben ein Mitspracherecht, wenn tatsächlich ein Restitutionsanspruch vorliegt. Es ist also nicht das Museum in Europa oder ich als Forscher, der im Archiv arbeitet, der sagen soll, was wird mit dem Objekt bei Restitution passieren. Ich denke, Ibrahima und Chao und auch Stefanie vielleicht in ihrem Museum, ihr alle habt etwas zu sagen über die Objekte, über ihre Vergangenheit, ihre Gegenwart, ihre Zukunft. Also tut mir leid, ich beantworte jetzt die Frage einfach nicht, weil ich denke, ich bin einfach nicht der Richtige, sie zu beantworten. Auch das ist eine Antwort, eine wichtige Antwort, danke. Jan, dann bringe ich mal Ibrahima mit hier rein, vielleicht versuchen Sie mal, diese Frage zu beantworten. Ja, ich glaube, dass es eine ganz wichtige Frage ist. Und diese Vorstellung des Dialogs ist einfach sehr interessant. Nicht nur auf institutioneller Ebene, nicht nur auf akademischer Ebene. Ich glaube, man muss darüber hinausgehen. Man muss in die Dörfer gehen.
zu den Menschen gehen, die auch nicht studiert haben und ihnen auch die Frage stellen, was sie da von diesen Objekten halten. Und ich glaube, auf dieser Grundlage können wir etwas tun. Entweder vor Ort. Es kommt darauf an, wie die Menschen auf diese Gegenstände reagieren. Ich glaube, diese Objekte haben sehr viel gereist. Ich glaube, ihre Reise ist noch nicht zu Ende. Ich glaube, wir müssen in das letzte afrikanische Dorf noch gehen und wirklich diese Reise weiter auszurichten, zu orientieren. Denn sie haben wirklich etwas dazu erzählen, zu diesen, etwas zu sagen zu diesen Objekten. Oui, merci beaucoup, Ibrahima. Vielen Dank, Ibrahima, für diese Antwort. Es gibt eine weitere Frage, die sich ebenfalls an dich richtet. Du hast gesagt, dass Fotografie über die Grenzen der Materialität hingehen kann. Du sprichst von Spiritualität. Wie kann diese Spiritualität sich in der Fotografie widerspiegeln? Wie fängst du das nicht Sichtbare darin ein, in der Fotografie ein? Ich fange das ein, was nicht sichtbar ist. Das heißt, die Geschichten, die man mir erzählt. Und durch diese Geschichten ich bekomme diese Geschichten von diesen Menschen, mit denen ich spreche, vor Ort, zu denen ich reise und fotografiere dann diese unsichtbaren Geschichten werden durch die Fotografie sichtbar. Es gibt sehr viele Gemeinden, die selbst noch nicht über ihre Kolonialgeschichte berichtet haben. Das wird noch immer unter den Teppich gekehrt. Und ich versuche, diese Geschichten hervorzuholen und sie dann in der Fotografie sichtbar zu machen. Ich glaube, dass Fotografie für die Sichtbarkeit sehr nützlich ist und dass diese Oralität, diese mündliche Überlieferung dafür wirklich ein gutes Mittel ist. Merci. Vielen Dank. Vielen Dank für Ihre Fragen. Danke an all die Teilnehmer, die jetzt Fragen gestellt haben. Und vielleicht kann ich eine allgemeine Frage mal reinbringen, um das Ganze ein bisschen zusammenzufassen. Und da gehe ich vielleicht nochmal zurück auf die Idee der Neuausrichtung des Grafsee-Museums 2023. In 20 Jahren, wenn Sie sich mal 20 Jahre weiterdenken, was denken Sie, wird die Zukunft sein Ihrer völkerkundlichen Sammlung im Allgemeinen? Da gibt es ja natürlich auch dieses Narrativ, dass man die gesamte Frage ethnologischer Sammlung in Frage stellt. Dass man überhaupt die Existenz eines solchen Museums in Frage stellt. Also denken wir einfach mal weiter, nennen wir das mal unseren Tag der Imagination. Was denken Sie, wo werden wir sein in 20 Jahren? Denn heute haben wir gesehen, dass dieses ganze Thema der Dekolonisierung ein Anfangspunkt lediglich ist. Es wird weitergehen. Was denken Sie, wird in 20 Jahren passieren und passiert sein? Stefanie, vielleicht Sie zuerst. Ich glaube, die Relevanz der ethnologischen Museen, das frage ich mich oder auch mein Team oder auch unser Team fragt uns sich das jeden Tag. Auch die, ne, man hinterfragt sich oder ich selber frage mich natürlich auch selber, was möchte ich bewirken, wo, in welcher Institution möchte ich arbeiten, was möchte ich fortführen. Für mich persönlich finde ich es natürlich interessant, dieses koloniale Erbe eben aufzuarbeiten und eine Möglichkeit zu geben, einen Zugang zu diesen Sammlungen zu ermöglichen, zu den Dokumenten zu ermöglichen und auch andere Menschen sprechen zu lassen über die Objekte, also Menschen sprechen zu lassen, die für die diese Objekte eine Bedeutung haben. Wir hatten vor uns diese emotionale Ebene, die dann natürlich auch super wichtig ist, die, Jan Legal hat vorhin auch schon gesagt, wir sind ein weißes Team größtenteils und
ich möchte da gar nicht viel zu sagen. Also ich möchte die Stimme abgeben und ich wünsche mir eigentlich für das Ethnologische Museum, in welcher Form auch immer es weiter existieren wird, dass diese Stimmen mehr gehört werden, dass es nicht mehr nötig ist, vielleicht auch, dass ich da arbeite. und ich weiß nicht, wie es weiter, ob das weiterhin existieren wird. Und ich meine, die Restitution ist ja auch nicht der Abschluss oder das heißt ja auch nicht das Ende des Ethnologischen Museums, ne, sondern das ist vielleicht auch einfach ein Beginn neuer Kooperation und man kann auch natürlich andere gemeinsame Projekte initiieren und dazu braucht es nicht diese Objekte. Ne? Also die können auch nicht da sein. Das sehen wir jetzt ja auch im Fall der Benin-Bronzen. Wir haben ganz interessante Reaktionen auch auf die Arbeit von Emeka Okpo, wo sich die Leute sogar freuen, dass sie jetzt endlich mal im Detail diese Benin-Bronzen ansehen können, weil das vorher gar nicht möglich war. Und durch diese fotografische Arbeit, durch die Größe, in der es gezeigt wird, es erstmals möglich ist, auch diese Objekte von nahen zu sehen, im Detail zu sehen. Und ich glaube, wir müssen uns auch so ein bisschen frei machen davon, dass das Ethnologische Museum nur auf der Basis von Objekten existieren kann, sondern ich glaube, das geht darüber hinaus und kann nur von Kooperationen und gemeinsamen Projekten weiter existieren. Ja, danke schön. Jetzt ist leider Ciao, Tayana musste ein bisschen früher die Session hier verlassen. Jetzt hatte sie ja auch gerade gesagt, dass sie sich auch gegen eine Digitalisierung europäisch also aus der europäischen Perspektive wehrt quasi. Deswegen wäre das jetzt interessant zu hören, wie sie dazu steht. Aber dann würde ich sagen, machen wir mit Jan Le Gall weiter und wie er die Zukunft so sieht. Thank you. I think some museums are already. Ich denke, dass einige Museen bereits diese Zukunft entwickeln. Wenn man sich in Amsterdam das Museum anschaut, das von Ben Modest geleitet wird und einem Team von Forschenden und Museumsmitarbeitenden, die ein Museum für die Heilung entwickeln. Also das ist das, was sie sich selbst als Ziel gesetzt haben. Also es geht um Liebe, um Trauer, es geht darum, Neugierde zu schaffen mit Blick auf die vielfältigen Kulturen auf der Welt. Also ein Museum, das sich auf die sozialen Verbindungen und transkulturelle Zusammenkünfte konzentriert, viel mehr als auf eine materielle Kultur. Und ich denke, das ist etwas, das passiert. Ben Grassi ist auch Teil dieser Bewegung. Und ich denke auch über die Zukunft afrikanischer Museen nach. Denn in Cotonou sieht man beispielsweise, dass Klele Gisot und Biasons begrüßt wurden, also die Verkörperung der Könige, aber es ist ein französisches Museum, sozusagen ein von Frankreich geführtes Museum. Also es gibt dann hier wieder neue Hierarchien und es gibt nach wie vor Machthierarchien. Und es wird auch ein Museum geben, wo alle Benin-Bronzen ausgestellt werden können. Also vielleicht gibt es da einige Modifizierungen und natürlich ist auch die Frage, wer hat Zugang und wer hat auch das Geld, um sie sich anzuschauen und mit diesen Objekten zu interagieren. Aber um zurückzukommen auf die europäischen Museen, denke ich, dass wir auf einem guten Weg sind. Ich denke, die Museen, die Objekte aus der Kolonialzeit haben, sollten sich gegen Rassismus positionieren. Aber ich denke auch, das ist etwas, was natürlich Zeit benötigt. Hier braucht man interne Prozesse. Natürlich gibt es auch in den Teams Konflikte, unterschiedliche Positionen bei den Mitarbeitenden und so weiter. Thank you so much. Vielen herzlichen Dank. Ibrahima, Sie fangen bald beim Musée Théodore Monod Ihre Intervention an und das steht ja quasi für Kolonialismus.
Also bei diesem speziellen Museum, wie würden Sie jetzt oder was können Sie uns jetzt sagen? Sie haben ja gesagt, dass Sie einen Prozess anfangen und Sie haben gesagt, die Reise ist niemals zu Ende. Das heißt, wir haben diese Reise gerade erst begonnen. Wo sollte sie uns hinbringen? Was wäre jetzt Ihre Vision? Wie sehen Sie das? Ich denke, dass die neuen Formen der Museen, die es gibt, zum Beispiel Theodor Monod hat mich jetzt als Künstler eingeladen, um über die Sammlung des Museums zu arbeiten. Das war das erste Mal für mich, diese Möglichkeit zu haben. Und ich glaube, es wird sich ändern. Und ich denke weiterhin an diese Idee der Delokalisierung, der Auslagerung. Und mit meiner Arbeit möchte ich, dass die Objekte herausgehen, dass sie nicht mehr eingesperrt bleiben und dass sie nach außen gehen und dass wir mehr Raum für die Erzählungen der anderen anbieten. Ich glaube, dass wir neue Erzählungen für die Museen brauchen, neue Archiven auch und das ist die Zukunft der Museen, meiner Meinung nach. Wie wir das heute schon arbeiten mit dem Dialog zwischen den Objekten, mit den Objekten, müssen wir weiterhin mit eingeladenen Künstlern arbeiten. Ich arbeite mit meiner Stiftung, mit dem Museum in Senegal in einer solchen Partnerschaft. Und so ist es interessant zu arbeiten. Und wir sollten weiterhin nicht nur in der Hauptstadt arbeiten, sondern in die Dörfer gehen und neue Erzählungen und Archiven bilden. Dadurch werden wir die neuen, die zukünftigen Museen entwickeln. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank, Ibrahima, für die abschließenden Worte. Ich denke, wir haben eigentlich gar nichts mehr hinzuzufügen zu dem, was Sie gerade gesagt haben. Ich denke, die Teilnehmenden wie auch die Zuschauerinnen und Zuschauer, die bei uns geblieben sind, bei dieser Veranstaltung uns konzentriert zugehört haben, dann möchte ich Ihnen allen jetzt auf Wiedersehen sagen und gebe das Wort an eine der Kuratorinnen, Dr. Marit Kupka, und sie wird unser Gespräch quasi noch einmal zusammenfassen. Vielen herzlichen Dank und ich hoffe, dass wir wieder zusammenarbeiten können und ich Sie bald wiedersehen werde. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Ja, ich habe jetzt die große Herausforderung, die heutige Veranstaltung zusammenzufassen und abzuschließen und auch einen Ausblick zu geben. Ich möchte mich natürlich auch recht herzlich bei allen bedanken. Es war wieder sehr, sehr voll, sehr reich an Informationen, an Diskussionen. Ja, die vierte Ausgabe der dekolonialen Dialoge trägt den Titel Erzählungen der Objekte. Dabei steht das Objekt in Anführungszeichen, denn das, worüber wir sprachen, ist sehr viel komplexer, als dass es sich in dem Begriff Objekt fassen ließe. Ausgangspunkt unserer aller Überlegungen und Forschungen sind die Objekte, die koloniales Raubgut wurden und sich heute in den Sammlungen europäischer Museen befinden. Anführungszeichen auch deswegen, weil diese sogenannten Objekte erst gewaltvoll zu solchen gemacht wurden. Ihre kulturellen, spirituellen und religiösen Identitäten, Bedeutungen und Funktionen waren zumeist ganz andere an den Orten, in den Gemeinschaften, aus denen sie, motiviert durch koloniale Bestrebungen und dem Drang zur Erforschung des vermeintlich anderen, geraubt wurden. Bis heute wird in europäischen Museen Objektifizierung und Unterwerfung der anderen symbolisch inszeniert. Es ist ein langwieriger Prozess, kontextverfremdende Präsentationsformen als solche zu begreifen, sie zu dekonstruieren und zu ergänzen oder gar zu ersetzen durch eine angemessene Beziehungsethik. Doch wie soll diese überhaupt sein? Stefanie Bach, Kuratorin für Global Art History am Grassi-Museum für Völkerkunde in Leipzig, sprach heute über das laufende Zukunftsprogramm Reinventing Grassi. Bis
2023 soll es zu einer weitreichenden Umgestaltung des Museums kommen. Das Haus möchte zu einem Netzwerkmuseum werden. Es sollen kritische Perspektiven auf die ethnologischen Sammlungen geworfen werden und deren Erwerbs- und Ausstellungsgeschichte genauer in den Blick rücken. In Deutschland befinden sich das MARC, Museum am Roten Baum, Kulturen und Künste der Welt in Hamburg, das Rautenstrauch-Joost-Museum in Köln und das Linden-Museum in Stuttgart in sehr ähnlichen Prozessen. Ciao Tajana, Historikerin und Expertin für digitales Erbe und Gründerin von Open Restitution und African Digital Heritage, sprach über den Einsatz digitaler Technologien im Umgang mit afrikanischem kulturellem Erbe. Wie kann eine neue Kultur der Kooperation aussehen? Dabei geht es nicht allein um die Gestaltung von Zukunft und auch Fragen von Bildrechten, sondern auch um eine Neuerzählung, eine Neudefinition afrikanischer Vergangenheiten, wie es zum Beispiel im Museum of British Colonialism passiert. Welche Rolle spielt Heilung in diesem Kontext? Jan Le Gall, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU in Berlin und Teil des Forschungsprojekts The Restitution of Knowledge Artifacts as Archives in the Postcolonial Museum, legt einen Fokus auf die Erwerbsgeschichten. Dabei geht es gar nicht so sehr um die Rekonstruktion einer sogenannten Objektbiografie, sondern viel weiter darüber hinaus, nämlich um die Frage danach, wie die Forschung in Museumsarchiven, Depots zu einem besseren Verständnis der Geschichte der kolonialen Gewalt, aber auch des antikolonialen Widerstands beitragen kann. Was ist von diesen Widerständen heute zu lernen? Wie lassen sich die Wissenslücken füllen? Durch Fabulografie möglicherweise, eine Praxis der freien assoziativen Projektion in die Lücken der Vergangenheit, um in irgendeiner Form Lied, Tanz, Film, Text, Zeichnung etwas von dem wiederzufinden, was verloren gegangen ist. Diese Versuche würden Potenziale schaffen, andere Arten von Lebendigkeit um die Objekte herum, eine Herausforderung für die erdrückende Autorität der traditionellen Museen, die zu lange ihre eigenen Mythen verkündet und andere Erzählungen verleugnet haben. Zadia Hartmann wurde heute schon öfter zitiert. Wir befinden uns mitten in einem Veränderungsprozess, der nicht neu ist, sondern seinen Ursprung in den ersten Widerstandsbewegungen gegen koloniale Gewalt findet. Dieser Widerstand wird durch immer neue Generationen an ForscherInnen, WissenschaftlerInnen, KünstlerInnen und AktivistInnen am Leben gehalten. Ibrahima Thiam, Künstler und Fotograf aus Dakar, ist aktuell Resident am Musée Theodore Monod in Dakar. Im Rahmen des Projekts Talking Objects Lab, das ich gemeinsam mit Isabel Rabe und unter anderem Malik Ndiaye, dem Direktor des Museums, verantworte, tritt er in einen Dialog mit den Objekten der Sammlung des Museums. Réviser les objets. Ibrahima Thiam ist fasziniert von der Sprache des Rhythmus und des Klangs von vibrierenden Objekten, vom Klang als Vermittler zwischen dem Sichtbaren und dem Unsichtbaren. Die Fotografien, die im Rahmen der Residency entstehen, werden am 22. Mai diesen Jahres in der Pédagothèque des Musée Théodore Monod als Projektion im Rahmen einer Lecture-Performance gezeigt. Bei Talking Objects fragen wir uns, wie kann eine Zukunft aussehen, in der die Objekte nicht mehr beansprucht werden würden, weder von Europa noch von Afrika, weil ihre Bedeutung, ihre spirituelle Energie, ihr Erbe oder was auch immer mit ihnen verbunden ist, auf andere Weise zugänglich gemacht werden könnten. Ist das kulturelle Erbe wirklich an die Objekte gebunden? Ja und nein. Uns interessiert die Frage, ob sich das Wesentliche in kulturellen Räumen nicht eigentlich im Dazwischen abspielt. Zwischen Dingen, sogenannten Objekten und Menschen und zwischen Menschen und Menschen. Letztlich ist das Objekt ein Vehikel, eine Vermittlerin. Der Raum wird zur Kontaktzone. Die dekolonialen Dialoge tragen ihres dazu bei, auch mit der kommenden Veranstaltung am 21.06. zum Thema dekoloniale Erinnerungen in der DDR. Mit Naita Hishono, Peggy Piesche, Katharina Wader und Hans-Joachim Döring. Zu dieser Veranstaltung möchte ich Sie recht herzlich einladen und danke für die Teilnahme heute und bis zum 21.06.